Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Klassennachrichten. Mein Name ist Sven Klein, ich bin Schüler der 8. Klasse des Helmholtz-Gymnasiums. Möglicherweise hat die Verbreitung des Coronavirus Auswirkungen auf die mündlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz. Es soll jedoch keine Nachteile für Schüler geben, denn laut Bildungsministerin Hubig sollen alle Schülerinnen und Schüler das mündliche Abitur antreten können. Falls es aber zu Schulschließungen kommt, solle das mündliche Abitur in der Nachbarschaft oder Gemeindehäusern stattfinden, sagte eine Sprecherin dem evangelischen Pressedienst. Momentan ist der Unterricht an 7 Schulen eingestellt. Ob die Schulschließungen noch länger andauern, ist unklar. Heute Morgen haben viele Pendler in Rheinland-Pfalz vergeblich auf den Bus gewartet. Rund 200 Fahrer privater Busunternehmen haben an mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz die Arbeit niedergelegt. Verdi hatte den Streik einen Tag zuvor angekündigt. Die Gewerkschaft fordert für die rund 9000 Beschäftigten unter anderem eine Durchbezahlung der Dienste, ein 13. Monatsgehalt und mehr Urlaubsgeld. Von den Verhandlungen könnten auch Speditionen, Logistikunternehmen und Postdienstleister profitieren. Heute Morgen ist auf der A1 nahe Bernkastel-Wittlich ein Tiertransporter umgekippt. Bei dem Unfall starben 130 Schweine. Die verletzten Tiere wurden vor Ort getötet. Der Fahrer des Schweinetransporters kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und rammte eine Schutzplanke. Anschließend kippte der Transporter mit Anhänger um, teilte die Polizei mit. Der Fahrer blieb unverletzt. Die bergendsten Reinigungsmaßnahmen werden sich wahrscheinlich bis in den Abend ziehen. Zwischen 9 bis 12 Uhr war die Autobahn an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt. Die restlichen 65 Schweine wurden zum Schlachthof ihrem eigentlichen Ziel gefahren. Kommen wir nun zum Thema nachhaltige Klamotten. Der folgende Film zeigt, was die Modedesign-Studenten der Hochschule Trier damit zu tun haben. Aus kaputten Klamotten wird moderne Mode. Das Hemd hat Jennifer Fach vor dem Textilschredder gerettet. Sie schneidert daraus zusammen mit Resten eines Rockes eine Weste. Denn sonst wäre ihr Kleid zu transparent, es war vorher eine Gardine. Dass Jennifer Fach Nachhaltigkeit bei Mode einmal so wichtig sein würde, hätte sie zu Beginn ihres Studiums nicht gedacht. Gerade durch so Sachen wie den Klimawandel und die ganzen Themen, die die Jugend heute auch beschäftigen und uns auch beschäftigen, kam es da, glaube ich, zu so einem Umdenken, dass wir halt gesagt haben, gerade wir als zukünftige Designer, wir haben ja auch einen Beitrag zu leisten und wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, weil das, was wir später entwerfen, was wir später produzieren, wird ja auch von den Leuten gekauft. Ein solches Umdenken beobachtet Dirk Wolfes in der gesamten Modebranche. Der Modedesign-Professor lehrt an der Hochschule Nachhaltigkeit in einem eigenen Seminar. Mehr als die Hälfte der Kunden, sagt er, verlangen inzwischen nach fair produzierter Kleidung, die auch lange tragbar ist. Die Entwicklung zu immer billigerer Mode in schlechter Qualität stoße zunehmend auf Kritik. Wenn wir in Zahlen ausgedrückt uns mal versuchen vorzustellen, dass wir ungefähr jede Sekunde einen LKW voll alter Kleidung wegschmeißen in Deutschland, dann wird einem klar, vielleicht, wie groß das Problem eigentlich ist. An der Hochschule Trier zeigen die Studentinnen, dass nachhaltig nicht unbedingt teurer sein muss. Die Strickgarne sind liegen gebliebene Restposten. Die Hersteller hätten sie weggeworfen. Die Stoffe sind alte Kleidungsstücke, die der Trierer Umsonstladen als nicht mehr tragbar aussortiert hat. Aus dem Müll entsteht nun Mode. Ganz einfach ist das nicht. Die Studentinnen müssen das verwerten, was da ist und können nicht so frei entwerfen wie sonst. Ich möchte gerne, dass es hochwertig aussieht, dass es eben nicht aussieht, als ob man einfach nur eine Hose geflickt hätte und dass es wirklich was völlig Neues ist. Aber ich finde es okay, wenn es an manchen Stellen, dass man überlegt, das könnte eigentlich mal was anderes gewesen sein. Beispielsweise, dass wenn man ein Polohemd verarbeitet, dass man eben noch das kleine Emblem, was auf den meisten Polohemden drauf ist, dass man das eben am Ende noch sieht. Alte Gardinen, ausgemistete T-Shirts, löchrige Bettlaken, all das können die Studentinnen noch verwerten. Und selbst aus einem altbackenen Muster wird, zerschnitten und neu angeordnet, wieder ein hippes Hemd. Zu dem Thema Nachhaltigkeit ist Esther Quarz, Lehrerin für Mathematik und Sport am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken, bei mir zu Gast. Hallo. Hallo. An Ihrer Schule gibt es mehrere Projekte zum Thema Nachhaltigkeit. Welche sind das? Beispielsweise wurde unser gesamtes Kopierpapier jetzt auf Umweltpapier umgestellt. Außerdem, um Papier einzusparen, haben wir die Vertretungspläne jetzt auf eine digitale Version umgestellt. An welchem Projekt beteiligen sich eigentlich die meisten Schüler?
Die meisten Schüler benutzen den aufgestellten Wasserspender. Sie benutzen jetzt keine Einmal-Plastikflaschen mehr, sondern bringen ihre eigenen Flaschen mit. Außerdem haben die Schüler eine AG gegründet, die heißt Future Projects. Darüber laufen auch einige Projekte. Warum denken Sie, dass sich so viele Schüler an diesem Projekt beteiligen? Vielen Schülern ist es tatsächlich eine Herzenssache geworden. Ich schätze mal, auch durch Greta Thunberg, durch die Diskussion, die da angestoßen wurde, haben viele Schüler das als wichtiges Thema erkannt. Danke für dieses Interview. Sehr gerne. Kommen wir nun zum Sport. Trotz intensiver Bemühungen hat der erste FCK keine Einigung im Streit mit Ex-Torwarttrainer Gary Ehrmann erzielt. Deshalb hat der Verein den bis zum Saisonende laufenden Arbeitsvertrag des 61-Jährigen fristlos gekündigt. Ehrmann, der von den Fans als Kultfigur verehrt wird, bestritt von 1984 bis 1998 mehr als 300 Spiele für den FCK. Danach war er als Torwarttrainer beim FCK tätig. Er bildete unter anderem Torhüter wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin Trapp aus. Das folgende Video zeigt, wie wir diese Sendung produziert haben. Film ab! Moderation, Redaktion, Maske oder Kamera. Die Schülerinnen und Schüler des Helmholtz-Gymnasiums aus Zweibrücken übernahmen heute alle Aufgaben selbst. Ziel des Workshops: Die jungen Medien-Scouts sollen erfahren, wie das Fernsehen funktioniert. Betreut von Profis hatten sie heute die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und ihre eigene Nachrichtensendung selbst zu produzieren. Klasse Nachrichten ist ein gemeinsames Projekt des Südwestrundfunks und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Hier kommen noch die Wetteraussichten. In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder mit Regen vorüber. Die Luft kühlt dabei ab auf 7 bis 2 Grad. Am Montag erwarten uns kompakte Bewölkung mit einzelnen Schauern. Zwischendurch scheint immer mal wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 6 und 12 Grad. Der Dienstag wird verregnet und windig, mit starken bis stürmischen Böen. Auch am Mittwoch ändert sich wenig, nur die Temperatur steigt bis 16 Grad. Und schon sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Diese Sendung wurde komplett von Schülern des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken in Zusammenarbeit mit dem SWR und dem OKTV Mainz produziert. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.